So, heute gibt es mal wieder ein kleines Video, weil es sind vor ein paar Tagen sind in den Rust Item Store richtig geile Skins, auf jeden Fall richtig geile Skins für Menschen wie mich gekommen, also für Roleplayer. Hier haben wir einmal so ein wundervolles Garagentor. Welcome to the Chill Zone. Und ich sag mal, diesmal sind die auch wirklich für einen richtig guten Preis am Start. Aus meiner Sicht. Also dieses wundervolle Garagentor kostet einfach mal grandiose 1,35 €. Das ist so ein Standardpreis für ein Garagentor. Aber es kommen ja noch die ganz coolen Sachen so. So, dann haben wir hier so eine, naja, Beach Day, SAR, ich weiß nicht, die finde ich jetzt nicht so geil. Bei Waffen stehe ich immer so ein bisschen auf Totenköpfe und sowas. So, dann haben wir hier eine Door, die sieht schon mal ganz geil aus. Hier so ein kleiner Strand mit so einem Liegestuhl und so einem Schirm. Die könnte jetzt nachts nur noch leuchten, das wäre noch ein bisschen geiler, aber ich sag mal 1,35 € ist auch okay, ist auch ein normaler Preis. Was ich geil finde, ist auf jeden Fall dieser wundervolle Wassermelonen-Ice-Cream-Hammer. Was das mit Ice-Cream zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall der Hammer, dieser Wassermelonen-Hammer für 90 Cent, das ist auf jeden Fall, ich denke mal, dass man die auf jeden Fall irgendwann wieder kriegt. Das ist geil. Ein Teppich, also Rugs kosten so oder so eine ganze Menge. Also die 90 Cent kriegt man zu 99% wieder raus. Wow, geil. Und irgendwann kommt auch noch so ein toller Schlafsack, der genauso aussieht. Aber jetzt noch nicht. Also hier haben wir diesen wundervollen Teppich. So, das könnte auch ein bisschen größer sein, aber ist egal. Den habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann haben wir hier noch. Ja, so eine Beach Crate, ich weiß nicht, die finde ich persönlich jetzt nicht so aufregend, sieht einfach nur aus wie so eine Strohkiste, was auch immer. Ja, die ist langweilig, die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Hier ist nochmal ein Raiders Cool Off at Raiders Cove. Das ist auch ein geiles Garagentor. Ja, was soll man dazu sagen? Es sieht ganz cool aus. So, dann haben wir hier einen Freezer, also beziehungsweise einen Kühlschrank, der aufgebaut ist wie so ein Freezer, wie so ein Ice Cream Freezer. Finde ich vom Aussehen her auch ganz geil und dass der halt im Dunkeln hier leuchtet, das ist auch gut. So, und zu guter Letzt. Ice Cream Club, Bone Club, also der Bone Club als Ice Cream, weiß ich nicht. Bone Clubs gibt es aber auch super selten. Wir können ja jetzt einfach mal im Community Markt gucken. Community Markt, was so ein Bone Club, wenn es die geben sollte, kostet. Plus, da ist Rust. So, erweiterte Einstellungen. Dann suchen wir jetzt mal nach einem Burn Club. Wenn es die gibt, kosten die auf jeden Fall mehr wie 90 Cent. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und was ich natürlich noch gucken wollte, habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Verdammte Axt! Ah, das ist so das Alter, wo man so ein bisschen vergesslich ist. Ruck, genau, Ruck wollte ich gucken. Ah, damn it, das ist so. Teppiche gibt es eigentlich auch nicht so viele. Können wir mal gucken. Schade, können wir so nicht suchen. Suchen wir also Ruck. Ah, hier sieht man. Tarp Rug kostet 11,05 €. Ich weiß gar nicht, wann es den mal gegeben hat und ich weiß auch nicht, was an dem so besonders sein soll. Rust Island Car Rug kostet 16 €. Okay, das ist ein cooler, aber 16 € würde ich dafür auch nicht ausgeben und der kostet 5 €. Der sieht eigentlich am geilsten aus. Ja, und das, ja. Das war es erstmal so. Ich denke mal, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ich könnte noch mal schnell in meine eigenen
Items gucken, aber ich habe gerade nichts Besonderes am Start, um ehrlich zu sein. Ich habe halt nur so billig Krempel hier, sowas. So ein bisschen Roleplayer-Kram, so hier so ein paar Kisten. Die Kiste kann ich noch nicht verkaufen. Die habe ich erst gekauft. Die kostet 2 Euro. Da ist alles nicht so viel wert. Ja. Was kostet der? 1,95. Okay, den Stein habe ich auch letztens erst gekauft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir einen Kommentar da. Bis denn dann. Ciao.